Herzlich willkommen zu einem Capstone-Video von Mathematik macht Freude und Freunde. Möchtest du die wesentlichen Inhalte zum Thema Polynomfunktionen noch einmal wiederholen, dein Wissen über Funktionen vernetzen und vertiefen? Dann bist du hier genau richtig. Folgende Inhalte warten auf dich. Ich möchte mit dir wiederholen, wie ist eine Polynomfunktion definiert und was bedeutet eigentlich Grad einer Polynomfunktion? Wie schaut ein typischer Verlauf eines Graphen einer Polynomfunktion aus? Wie kann man mit Tabellen auf Gleichungen kommen, beziehungsweise von einer Funktionsgleichung zu einer Tabelle? Und welche Kennzeichen haben Null, Extrem und Wendestellen? Eine Polynomfunktion besteht aus einem Polynom. Dieses Polynom gibt dieser Funktion auch ihren Namen. In dem Fall ist es ein Term, der aus mehreren Variablen mit verschiedenen positiven und ganzzahligen Exponenten besteht. Man könnte somit auch sagen, dass eine Polynomfunktion aus der Summe oder Differenz von Potenzfunktionen entsteht. Hier nun ein paar Beispiele. 5x hoch 3 plus 2x hoch 2 minus 8 ist eine Polynomfunktion. Ebenso minus 2 Drittel mal x hoch 4 plus 9x. Wir sehen hier einzelne Polynome, die durch eine Summe oder Differenz zusammengefügt werden. Allgemein könnte man somit eine Polynomfunktion so anschreiben. F von x ist gleich an mal x hoch n, an minus 1 mal x hoch n minus 1. Wir sehen hier, an darf nicht gleich 0 sein, denn sonst würde das mit dem Grad, den wir später besprechen werden, nicht mehr zusammenpassen. Und die einzelnen ais sind jeweils Zahlen aus dem reellen Bereich. Was bedeutet nun der Grad einer Polynomfunktion? Vom Grad spricht man dann, wenn man von der höchsten vorkommenden Hochzahl spricht. Das heißt, in unseren Beispielen 5 mal x hoch 3 plus 2 mal x hoch 2 minus 8 ist die höchste vorkommende Hochzahl 3. Somit hat f den Grad 3. G von x hat die höchste vorkommende Hochzahl 4. Somit ist g von x eine Polynomfunktion vierten Grades. Wir gehen nun zurück zu unserem Überblick. Du weißt nun bereits, wie eine Polynomfunktion definiert ist und was Grad bedeutet. Nun geht es genauer um den Verlauf von typischen Polynomfunktionen. Zu unterscheiden ist der Grad der Polynomfunktion. Für Grad n gleich 0 erhält man eine konstante Funktion. Für Grad n gleich 1 eine lineare Funktion und für n gleich 2 eine quadratische Funktion. Ihr Graph ist eine Parabel. Zum Grad 3 kann man auch kubische Funktionen sagen. Der Verlauf ist annähernd S-förmig. Grad 4, eine Polynomfunktion vierten Grades. Sehr oft wird davon gesprochen, dass der Verlauf des Graphen buchstabenförmig ist, nämlich den Buchstaben W oder annähernd M annimmt. Zum Abschluss noch der Verlauf einer Polynomfunktion n-ten Grades. Ein weiterer Aspekt ist die Symmetrie. Wir betrachten hier nun zwei Graphen von Polynomfunktionen. Der eine Graph ist achsensymmetrisch, der zweite Graph ist punktsymmetrisch. Wir betrachten nun genauer die Hochzahlen und sehen, der achsensymmetrische Graph hat eine Funktionsgleichung, die nur gerade Hochzahlen hat. Der punktsymmetrische Graph hingegen hat eine Funktionsgleichung mit ungeraden Hochzahlen. Zurück zu unserem Überblick. Du weißt nun über die Definition und den Grad von Polynomfunktionen Bescheid und ebenso über den Verlauf. Nun gilt es genauer, den Zusammenhang zwischen Tabellen und Gleichungen zu betrachten. Du siehst auf der linken Seite eine Polynomfunktion dritten Grades. Auf der rechten Seite findest du eine Wertetabelle.
Hier sind einzelne Wertepaare festgehalten. Man sieht, es gibt Punkte, deren Koordinaten ganzzahlig sind. Man kann diese genau ablesen, so der Punkt B, minus 2 und 4. Es gibt aber auch Wertepaare, deren y-Wert nicht genau ablesbar ist, so minus 1 und 4,5. Um einen y-Wert genau ausrechnen zu können, kannst du ihn auch in die Funktionsgleichung einsetzen. Ich mache dies nun für den Funktionswert an der Stelle 1. F von 1 ist somit gleich 1/56, 35 mal 1 hoch 3 plus 20 mal 1 hoch 2 minus 156 mal 1 plus 112. In den Taschenrechner eingesetzt, erhalten wir den Funktionswert an der Stelle 1, gerundet mit 0,2. Im Folgenden erfährst du, wie du auch ein Argument, einen x-Wert, berechnen kannst. Du siehst hier nun eine Polynomfunktion zweiten Grades, eine sogenannte quadratische Funktion. Zu ermitteln ist das Argument oder der x-Wert für den Funktionswert f von x gleich 5. Wir setzen nun also für f von x den Funktionswert 5 ein und erhalten die Gleichung. 5 ist gleich x² plus x minus 1. Wir bringen nun 5 auf die andere Seite und erhalten eine quadratische Gleichung, die man mit der sogenannten kleinen Lösungsformel lösen kann. Die kleine Lösungsformel findest du auch in deinem Formelheft. Für p und q eingesetzt, erhält man die Lösung x1 gleich minus 3 und x2 gleich 2. Du siehst nun den nebenstehenden Graphen, dass die Punkte a und b die Koordinaten minus 3 und 5 haben und 2 und 5 und somit die Eigenschaft erfüllen, dass ihr Funktionswert 5 ist. Wir möchten nun auch genauer die Null-, Extrem- und Wendestellen von Graphen betrachten. Du siehst hier n1, n2 und n3, die Nullpunkte des Graphen. Nullstellen sind Stellen, die den Funktionswert y gleich 0 haben. Du siehst die Extrempunkte e1 und e2. In dem Fall handelt es sich um e1 um einen Hochpunkt und bei e2 um einen Tiefpunkt. W kennzeichnet den Wendepunkt. Hier ändert sich das Krümmungsverhalten des Graphen. Er ist zunächst negativ gekrümmt und danach positiv gekrümmt. Wir wollen nun genauer die Null-, Extrem- und Wendestellen eines Graphen untersuchen. Du siehst hier zunächst zwei lineare Funktionen abgebildet und kannst beobachten, dass lineare Funktionen maximal eine Nullstelle haben. Sie haben keine Extremstelle und keine Wendestelle. Quadratische Funktionen sind parabelförmig. Sie haben entweder keine, eine, aber maximal zwei Nullstellen. Auch dies halten wir in nebenstehender Tabelle fest. Zwei Nullstellen, sie können maximal eine Extremstelle haben und haben keine Wendestelle. Polynomfunktionen dritten Grades, du siehst hier zwei abgebildet, können maximal drei Nullstellen haben, somit auch maximal zwei Extremstellen und maximal eine Wendestelle. Und zu guter Letzt nun hier auch eine Polynomfunktion vierten Grades. In dem Fall hat sie sogar vier Nullstellen, also die höchstmögliche Anzahl. Sie kann maximal drei Extremstellen haben und zwei Wendestellen.
Allgemein gilt nun, dass eine Polynomfunktion vom Grad n höchstens n Nullstellen haben kann, n minus 1 Extremstellen und n minus 2 Wendestellen. Du siehst nun hier noch einmal den Überblick. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner bevorstehenden Reifeprüfung.